Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu World of Warcraft Legion und mittlerweile habe ich Schwarzfrost endlich meinen tollen Magierstab und jetzt gibt es natürlich auch nicht nur für den Magier neue Quests, sondern auch für die Crafting-Berufe. Und hier gibt es irgendwie, wenn man die Techniken vergessen hat, wenn man also den Beruf verlernt hat, dass man die wieder aufgefüllt bekommt, so verstehe ich das jedenfalls, für 800 Gold. Und es gibt natürlich auch neue Kräutersammelberufe oder eher gesagt neue Stufen fürs Kräutersammeln hier in den verheerten Inseln und auch für die Alchemie. Ich bin nämlich Alchemie- und Kräutersammler und dort hier vorne, genau da ist die Flasche auch schon vor der Türe am Brodeln hier, gibt es jetzt auch eine neue Quest. So, die nehmen wir erstmal an. Die Quest für die Kräutersammler, die kommt etwas später und hier sehen wir schon den Mixer anwerfen. Deusus Valdera in Dalaran möchte, dass ihr ein paar neue Tränke herstellt. Die Händlerin Patricia Egan im Alchemieladen kann euch dabei helfen und dann werden wir Alchemist von Legion und können dann bis 800 weitermachen. Und gleich gehen wir natürlich auch noch in die Quests, also in ein neues Gebiet in Legion. Jetzt aber erstmal kurz hier zur Alchemie. Was gibt's denn hier Schönes? Schönen guten Tag. Und sie kann uns einmal erzählen, wie es ihr seit Nordrend ergangen ist. Früher war Dalaran ja über Nordrend. Und ja, Nordend. So. Und jetzt sehen wir hier neue Rezepte. Uralter Heiltrank, 70.000 Regeneration von Gesundheit. Dann hier das gleiche nochmal, nur Rang 2. Und hier uralter Mana-Trank. Regeneriert 22.000 Mana. So, und hier dann der Verjüngungstrank, der ist dann für beides zuständig. Und hier gibt es dann auch nochmal so einen vergessene Formeln-Folianten. Den kann man dann auch nutzen. Aber jetzt erstmal hier die verschiedenen Heiltränke und Mana-Tränke erlernen. Und die haben ja jetzt Sterne. Das ist auch was, was ich erst noch lernen musste, dass man die jetzt je nach Rang besser machen kann oder schneller machen kann oder halt je nachdem, was der Rang halt so sagt. Hier seht ihr zum Beispiel, lehrt euch die effizientere Herstellung dieses Tranks. Ja, und das bedeutet, ich brauche keine Bank mehr dafür. Ich brauche also keine Alchemiebank mehr. Die anderen Tränke muss ich jetzt alle noch mit Alchemiebank machen. Es gibt ja eine extra neue Bank. Ja, und wir brauchen Samen dafür, ihr seht's hier. Und da sind auch die Sterne zu erkennen. Gut, das sind jetzt meine ersten drei Tränke in Legion. Und die werden wir noch ein bisschen später mehr sehen. Und jetzt haben wir hier für die Quest einmal den Herrn Akasam Zarak. Und den brauchen wir für unsere Ordenshalle, für unsere Halle der Wächter. Der soll dort nämlich Portale bauen. Und hier seht ihr es, der hat gerade eben noch so eine kleine Show hier gemacht. Und jetzt übernehmen wir den. Der kriegt jetzt viel Geld von uns. Und jetzt ist er interessiert dran, bei uns mitzumachen und die wahre Art zu reisen. Portale, Teleportation, selbstverständlich kann ich euch dabei helfen. Wie sonst ziehe ich wohl das Kaninchen aus dem... ich habe gar nichts gesagt. Auf jeden Fall kann ich dafür sorgen, dass eure Magier an ihren Zielort gelangen. Der kommt also mit in die Halle jetzt. Wohin ist denn dieses? So, dann errichte ich mal ein Portal durch diese Zauberschütze, von denen ihr redet. Ein Kinderspiel! Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und damit haben wir auch wieder jemand Neues für unsere Halle, weil da müssen wir noch ein bisschen was an Personal ranschaffen. Hübsch habt ihr's hier. Und jetzt sprechen wir mit Meryl hier. Ja. Die wahre Art zu reisen. Damit schließen wir die Quest auch ab. Ich habe bereits viele fähige Magier benachrichtigt, die uns helfen könnten. Sie warten auf die Teleportation zur Halle. Ah, jetzt geht's los. Die Schreckenslords. Also gut, Akasam Zarak. Ihr wisst wo. Schafft ihr es, die Portale zu erstellen? Null Problemo. Ich hole eure Magier im Handumdrehen hierher.
Die Portale sind fertig, Boss. Wenn es euch nicht stört, ziehe ich mir den Schuppen hier jetzt erstmal an. Magier von Azeroth, ich habe euch hierher beordert, weil die Zukunft der Welt selbst in Gefahr ist. Der Schreckenslord Khadranath hier entkam in den wirbelnden Nether. Er trug die Geheimnisse des Rates von Tirisfall bei sich. Wir müssen ihn in den wirbelnden Nether verfolgen. Nur so können wir sicherstellen, dass er sein Wissen nicht gegen uns einsetzt. Und deshalb reformiere ich die Tirisgarde. Steht ihr uns im Kampf gegen die Legion bei? Dann soll es so sein. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar neue Anhänger. Ich werde helfen, so gut ich kann. Die Wiederauferstehung der Tirisgarde. Das ist eine Hauptquest, die ist orange, da sieht man schon dran. Lasst euch von Meryl Teufelsturm euren neuen Titel verleihen. Jetzt werden wir wohl hier eine ziemlich wichtige Person in dieser Halle. Ehrt den Rat von Tirisfall. Sehr gut. Dann ist es mir eine Ehre, euch in Gegenwart der größten Magier Azeroths den Titel Oberhaupt der Tirisgarde zu verleihen. Dieser uralte Titel symbolisiert die fantastische Verantwortung, die der Tirisgarde auferlegt ist. Tragt ihn mit Ehre. Es wird Zeit, euren neuen Goblin-Verbündeten im Kriegsraum zu treffen. Dort könnt ihr eure nächsten Schritte planen. Ich muss mich um persönliche Angelegenheiten kümmern. Oh oh, jetzt gibt es hier ganz schön viele, mit denen wir interagieren können. Ich bin ganz Ohr. Aber noch haben die nicht viel zu bieten. Das wird bestimmt so nach und nach jetzt freigeschaltet. Wir sollen auf jeden Fall jetzt zum Goblin gehen, der irgendwo hier in der Halle gerade ist. Was der da macht, wissen wir auch noch nicht. Das Glück sei mit euch. Ja, wir sollen auf jeden Fall planen mit ihm, wie wir jetzt weiter vorgehen. Dann wird er bestimmt wissen, was zu tun ist. Ah ja, das Fragezeichen, wir sehen es, ist da unten. Ich habe jetzt mal ein bisschen vorgespult und da steht er auch an so einer virtuellen Hologramm-Map hier. Oh, hier ist Vargoth, den kenne ich doch irgendwoher, den Erzmagier. Naja, sprechen wir mal mit dem Goblin und überlegen mal, was jetzt vor sich geht. Keine Scheu, tretet näher! Die Wiederauferstehung der Tirisgarde, ihr dürft euch also jetzt Oberhaupt nennen. Nicht schlecht. Gut. Das ist jetzt erstmal nur der Abschluss der Quest. Und jetzt geht's dann wohl auch weiter. Genau, die ganze Sache mit der Tirisgarde hier scheint ja ganz gut zu laufen. Aber wir sollten trotzdem weitere Mitstreiter rekrutieren. Klare Aussage, wir brauchen mehr Leute. Die Pflicht eines Oberhaupts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von mir aus können wir loslegen. Hier ist es ja ganz hübsch, aber irgendwie auch ganz schön langweilig. Verwendet die Sphärekarte, um eure erste Zone auszuwählen. Ah ja, jetzt können wir also auswählen, wo wir hinwollen, wo wir weiter spielen möchten. Und das ist halt anders als in anderen Spielen. Die ganzen Gebiete werden jetzt angeglichen und hier gibt es zum Beispiel einmal Azuna, dann Valshara, dann der Hochberg und Sturmheim. Das sind die ersten vier Gebiete, in die wir jetzt gehen können. Und die sind dann auf unserem Level. Das ist eigentlich ganz cool, weil dann kann man wirklich mit dem Gebiet anfangen, was man am schönsten findet oder halt am blödsten, je nachdem, wie man es sehen mag. Und sich dann immer in die schöneren Gebiete hocharbeiten oder andersrum. Man fängt mit dem Besten an und geht dann in die hässlichen Gebiete. Ich fände es andersrum cooler. Naja, auf jeden Fall, Erzmagier Khadga plant eine Expedition nach Arzuna. Ihr solltet ihn unverzüglich treffen, okay? Das ist so die Zusammenfassung. Valshara, natürlich immer mit Flavortext, ne? Was ist in dieser Zone los und sowas, das ist ja auch immer ganz interessant nachzuvollziehen. Hier geht es wohl eher um die Träne von Elun, das ist also mehr sowas mit Druiden und so. Und hier Erzmagier Khadga hat uns vor kurzem Informationen über Valshara zukommen lassen. Es scheint gute Neuigkeiten zu geben. Die Kirin Tor haben gleich dort drüben ein permanentes Portal nach Dalaran errichtet. Okay, dann gibt's noch Sturmheim. Da geht es um ein mächtiges Himmelsfeuer. Okay. Agrama.
Aegis von Agrama. Hört sich auch interessant an. Dort kriegen wir also wohl wieder einen Teil dieser Säulen. Oder eine Säule von 4 oder 5. 5 Säulen sollen es sein, genau. Und dann hier Himmelsadmiralin Rogers lässt ausrichten, dass ihr sie in Dalaran treffen möchtet. Also hier ist es mal nicht Katka, wenn wir dahin wollen. Hier müssen wir uns mit der Himmelsadmiralin treffen und fliegen dann nach Sturmheim. Und dann gibt es noch der Hochberg. Und beim Hochberg geht es in zerklüftete Gipfel und Taurenstämme. Hört sich auf jeden Fall auch nicht schlecht an. Unerbitterlicher Marsch der Legion auf die Probe zu stellen. Okay. Unsere Quellen haben uns berichtet, dass ein Abgesandter der Hochbergtauren vor kurzem in Dalaran eingetroffen ist. Katka wird den Abgesandten bei Kraus Ladeplatz treffen, klar, und dann wieder mit Katka. So, jetzt ist halt die Frage, in welches Gebiet gehen wir zuerst? Ich würde sagen, wir gehen ganz ins Südliche, hier nach Asuna, verlorenes Paradies, hört sich doch toll an. Und jetzt ist die Karte erstmal clear. Hier kann man jetzt gerade mal nichts mehr machen. Wir haben ein Gebiet ausgesucht und können ihm jetzt Bescheid geben. Wo wollt ihr hin? Also gut, ich kann mit dem Rekrutieren und ihr mit dem Kampf gegen die Dämonen beginnen. Ja, ich weiß, ich überlasse euch die einfachere Tätigkeit. Ist klar. Okay, und das war es jetzt auch schon. Jetzt kann man also erstmal nichts mit dieser Speerkarte machen. Später kommen hier natürlich die ganzen Missionen von den Anhängern und so. Aber jetzt erstmal, um das erste Gebiet zu erkunden, da war das jetzt erstmal der erste Schritt. Boah, jetzt habe ich ja ganz schön viel Erste gesagt, aber auf jeden Fall ist es so. Und nun geht's nach Dalaran. Wir haben ja ein Portal hier in der Halle. Und schon sind wir am Landeplatz in Dalaran und hier ist auch schon Katka. Da seid ihr ja. Hier drüben. Asuna wartet. Und wie geht's weiter? Perfekt. Wie wär's mit einem Ausflug nach Asuna? Es liegt viel vor uns. Na klar, gerne doch. Auf nach Asuna, Garin. Wir müssen einen Weg finden, um das Grabmal des Sagerers wieder zu versiegeln. Ich habe Informationen zu einem uralten Relikt in Erfahrung gebracht. Dieses Relikt ist vielleicht der Schlüssel, um die Legion aufzuhalten. Unsere Suche beginnt auf der uralten Elfeninsel Asuna. Vor langer Zeit haben dort die Hochgeborenen von Suramar ihre mächtige Magie perfektioniert. Jetzt findet sich dort nur noch eine verfluchte Ruine. Cool. Sprech mit Erzmagier Katka. Bescheid, wenn ihr bereit seid, Champion. Gul'dan und die Legion müssen aufgehalten werden. Vertraut. Dann wollen wir doch mal los. Und auf geht's. Wir fliegen über die verheerten Inseln. Wir sehen ein bisschen was von dem Gebiet. Ja, jetzt wird's doch mal interessant. Ich ziehe die Rabengestalt des Großstabs Atiesh vor. Beim Reiten scheuert man sich nur wund. Die Dämonenjäger haben am anderen Ende der Insel Stellung bezogen. Vielleicht können sie uns helfen, die Säule der Schöpfung zu finden. Seht dort. Naga-Truppen. Wir bekommen Konkurrenz von Königin Ashara selbst. Das kommt unerwartet. Sie muss auch hinter der Säule der Schöpfung her sein. Atemberaubend. All das arkane Wissen, das hier verloren gegangen sein muss. Dort, die Illidari. Und die brennende Legion ist auch hier. Wissen ist Macht. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Wie vermutet, gelingt es den Illidari, die Front gegen die brennende Legion zu halten. Aber sie haben Probleme. Ergebenste Grüße. Wir müssen ihnen helfen. Ja, ist ja klar. Auf ins Getümmel. Die brennende Legion hat hier einen Sieg errungen. Aber die Illidari auch. Anscheinend können die Dämonenjäger den Ansturm standhalten, wenn auch nur mit Mühe und Not. Sprecht mit dem kommandierenden Dämonenjäger. Schnell.
Die Illidari werden gleich überrannt. Na, dann suchen wir uns doch mal den Dämonenjäger aus. Übrigens, sorry für das Ruckeln eben bei dem Flug, aber da hatte ich die Grafik wohl noch zu hoch geschraubt. Und da haben wir auch einen Flugpunkt. Ui, und einen bösen Gegner hier, der hier durch die Gegend schreit. Wir sind ui, ja toll. Ah doch, da. Haha, nach Dalaran zurück können wir. Da müssen wir noch was freischalten, aber wir sehen schon, hier gibt es neue Flugrouten. Sehr gut. Azuna ist auf jeden Fall noch was größer. Da werden wir noch einiges erkunden müssen. Aber zurück nach Dalaran könnten wir uns schon. Nicht wiedersehen. Okay, jetzt zum kommandierenden Dämonenjäger. Damit fängt also die erste Storyline an hier auf Azuna. Das ist jetzt nur für Level 100er. Ich bin nämlich erst Level 100. Und wie ihr hier seht, also mein Rechner kann leider nicht so hohe Grafikanforderungen so schnell laden, weil irgendwie scheint die Festplatte nicht so wirklich mitzuspielen beim Laden und darum hat das eben auch so geruckelt, immer wenn er ins Stocken kam im Laden, hat es dann doch leider, ziemlich geruckelt und 21 FPS habe ich hier nur. Okay, das könnte jetzt der Regen sein. Oder vielleicht die Aufnahme mit dem Aufnahmeprogramm, aber ist eigentlich auch noch zu schlecht. Vielleicht muss ich doch auf 7 runterstellen, damit ich nicht so viel Sichtweite habe und so. Das scheint ein bisschen flüssiger zu sein. Erzmagier Katka, 22 FPS. Welche Überraschung. Naja gut, ich versuche das für euch in Zukunft noch ein bisschen besser einzustellen, aber jetzt begnügen wir uns erstmal hier mit dem... Ja, vielleicht nochmal auf 6... Oder vielleicht hier mal die antisoptrische Dingensbummens runter tun. Jetzt habe ich sie nicht richtig übernommen. So, wie sieht es denn jetzt aus mit der FPS? Nochmal. Ah, jetzt haben wir 26, 27. Ah, ist schon doch viel flüssiger. Der Regen nervt, glaube ich. Der Regen ist das Schuld. Wenn wir das hier also runterlassen. Naja, ich kann ja nochmal ein bisschen rumprobieren. Auf jeden Fall soll es in Zukunft dann ein bisschen flüssiger werden. Vielleicht auch beim Fliegen, damit er dann auch den Flug schöner genießen könnt, aber ich habe halt keine SSD-Festplatte, also aus dem Speicher raus lädt er nicht und wenn dann die Platte nicht ganz nachkommt, dann kommt es mal zu solchen Rucklern. Okay, jetzt haben wir aber wieder genug hier rumprobiert an der Grafik, jetzt machen wir auch die Story weiter. Fürst Illidan kennt den Weg. Auf ins Getümmel, okay, das ist ja die Quest, die wir gerade von Katka bekommen haben, jetzt sind wir da. Und wir wollen helfen. Okay, was sollen wir tun? Gib uns Aufgaben. Wir beenden die Quest bei Kane Sonnenzorn. So heißt hier also der Kommandierende. Oh, ist ja auch ein schöner Name. Und? Schicke Waffe habt ihr da, Champion. Sprecht mit Jace und Alari, wenn ihr helfen wollt. Ja, der hat schon gesehen, dass ich eine tolle Waffe habe hier. Schwarzfrost, ne? Haha. Und jetzt gibt's hier auch noch andere Leute, die uns eine Quest geben. Fürst Illidan kennt den Weg. Da kommt die erste. 3 Dämonenschutzzauber zünden. Okay, die müssen wir uns dann da vorne mal anschauen. Oh, da geht's aber ganz schön ab. Da sind Dämonen unterwegs, fliegende, riesige. Und da hinten ist sogar ein Boss geradeaus, habe ich das Gefühl. Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges zu tun. Gut, und hier ist noch eine zweite. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Dämonenseelen. Setzt 8 Dämonenseelen an der Pharona-Front fest. Okay. Nehmt einen meiner Seelenedelsteine. Tod der Legion. Gut, Seelen aussaugen von Dämonen. Hört sich interessant an. Was sie dann damit vorhat, irgendwie verhören oder so, das sehen wir dann ja wohl noch. Und, oh, der ruft da was. Hier geht ja was ab. Fang einfach mal an, hier den Dämonenstein zu benutzen. So passiert noch nichts. Man muss also doch erstmal einen erledigen von den Dämonen. Die müssen tot sein. So, da haben wir eine neue Front entdeckt. Und... jetzt müssten wir ja hier eigentlich mal den Stein einsetzen. Theoretisch. War es auch noch nicht? Doch. Jetzt hat's geklappt. Jawohl.
Ich habe kein Ziel. Die erste Seele haben wir schon. Och, jetzt ruckelt es schon wieder. Das gibt's doch nicht. Also manchmal frage ich mich, was denn da mein Rechner für Probleme hat. Vielleicht die Effekte zu laden. Ich kann es euch nicht genau sagen. Eigentlich ist das Spiel flüssig. Ich habe jetzt so circa 30 FPS eingestellt. Aber dass er dann immer noch solche Ruckler hat, finde ich immer faszinierend. So, 2 von 8 Seelen. Und da vorne ist auch der Zauberschutz, den ich entzünden soll. Ja, 3 Stück soll ich entzünden. Jetzt sehen wir es auch auf der Minimap, die 3 gelben Punkte. Da sollen wir was dran tun. Und ihr seht schon, die Mobs sind nicht so schwer, ne? Also die sind Level 100 und wir kriegen die also auch relativ gut hier down. Das ist jetzt nicht so das Problem. Das Level-System ist also ganz gut. Naja, ist ja klar, dass im ersten Gebiet Level 100er sind. Aber man hätte ja jedes Gebiet aussuchen können und dann wäre in jedem Gebiet Level 100 gewesen. Also von daher, ne, scheint logisch, ist es aber nicht. Wenn man hier mit 108 hingeht, dann sind die Mobs halt auch hier größer. Okay, da vorne ist jetzt die erste, da ist der Boss. Mortiferus. So schwer sieht er jetzt nicht aus. Der hat zwar einen toten Kopf. Aber wir lassen den erstmal in Ruhe. Wir machen jetzt erstmal hier die Sachen fertig, damit wir wenigstens die ersten Quests fertig haben und vielleicht ein bisschen mehr Platz gemacht haben für die Front. Wir wollen ja hier die Front zurückschlagen oder die Gegner zurückschlagen, damit wir wieder Gebiet übernehmen können. Und da vorne ist jetzt auch der dritte. Euch nicht retten. Wie könnte solch ein witziges Ding über die Macht der brennenden Legion triumphieren? Okay. Jetzt haben wir also auf jeden Fall alle 3 Schutze und wir haben schon die Seelen. Wir können jetzt also wieder gehen. Das war so die erste Aufgabe, die wir jetzt hatten. Mal gucken, wie glücklich die jetzt sind, ob jetzt was Besonderes passiert. Hier ist noch immer heftig umkämpft alles. Und, war ich gut? Azeroth darf nicht fallen. Ich danke euch, Garion. Das wird uns ausreichend Zeit verschaffen, um unseren Gegenangriff zu starten. So, 685er Items. Ich habe 670 an. Legion. Also schon eine Verbesserung. Fürst Illidan kennt den Weg. Ja, sie spürt die Seelen. Die Seelensense. Gehen wir auf die andere Seite der Tribüne. Wir werden die Dämonenseelen eine nach dem anderen freilassen und dann die Antworten bezüglich Fürst Illidan bekommen. Jo. Vertraut auf Fürst Illidan. Dann müssen wir so woanders hin. Kommt, Magier, wir werden einige Dämonenseelen unterwerfen. Okay. Was hat die jetzt vor? Wir gehen hier auf jeden Fall in ein ganz eigenes Gebiet dafür. Aha, hier sind die Steine. Und jetzt sollen wir erstmal wieder mit ihr reden. Aber erstmal was Schöneres anziehen. So, wieder 15 Itempunkte gemacht. 699 Gegenstandsstufe. Yeah. Ich habe noch was vor mir. Azeroth darf nicht fallen. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Und wir sollen den ersten Seelenstein zerstören. Hier vorne ist schon einer. Und da kommen Dämonenseelen raus. Sagt uns, was ihr wisst, elende Kreatur. Haha, wir sind Legion, wir kennen euch, Alari und euch, Garion. Ihr werdet unser sein. Schnell, Garion, zerbrecht den nächsten Seelen-Edelstein. Und die zweite Dämonenseele kommt heraus. Wo versteckt die Legion Illidans Leiche? Sagt es mir, oder ihr werdet legendäre Qualen erleiden. Unsere gemeinsame Willenskraft übertrifft die Stärke eurer Sense. Ich verrate nichts. Ich glaube, ich verstehe, warum das hier nicht funktioniert. Ein mächtiger Dämon, den ich in den Edelstein gefangen hatte, hilft ihnen zu widerstehen. Und wie wir das jetzt beim nächsten Mal rauskriegen, wo die Leiche ist und wie wir dann auch weiter vorgehen, das werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut, bis demnächst. Bye, bye.